Wenn dieses Land ein anderes wäre, sage ich und nenne es das falsche Land. Wenn es den Geldgebern nicht an Wagemut fehlte, dann könnte, würde, täte ich. Wenn, unterbricht Oliver. Der Konjunktiv ist ausgereizt. Ertränke ihn in der Badewanne. Meiner Meinung nach ist es sinnlos, deine Kraft darauf zu verwenden, dich auf die äußeren Umstände herauszureden. Thank you.
Am Hafen kaufe ich eine Forelle für Oliver, weil ich weiß, wie sehr er frischen Fisch liebt. Der Geruch der Markthalle hilft mir, das Tierchen in mir zu verscheuchen, zurück in die Schatten, denen es entstand, zumal sich die Lust, das eigene Schaffen abzuwerten, allmählich verbraucht. Nicht zuletzt durch die Bekanntschaft mit Oliver, der es nicht aushält, wenn ich etwas murmle wie »Es ist dumm, uninteressant, sinnlos, was ich tue«. Hör zu, sagt er wenig später, nachdem ich den Fisch abgeliefert habe, solltest du noch länger an dir herumnörgeln, dann werfe ich dich aus der Wanne. Aber in der Badewanne, in der wir uns die Füße wärmen, ist es so hübsch warm und Oliver so hübsch unbekleidet, dass ich den Rauswurf nicht riskieren möchte. Und um dem inneren Land ein wenig Ruhe zu gönnen vor dem Krieg mit mir selbst, wechsle ich die Strategie und gehe dazu über, das äußere Land, die böse, antagonistische Welt dafür verantwortlich zu machen, keinen fertigen Film im Kasten zu haben und noch immer im Schatten zu stellen, wie das zurückgedrängte Tier. Cut. Ich befinde mich in Olivers Wohnung. In Olivers Bett, in dem ich erwache, unvermutet allein, keine Hoffnung liegt neben mir, keine Zuversicht, keine Hoffnung und der Zuversicht gestaltgebender Mann. Er muss in die Küche gegangen sein, um den Fisch zu filetieren, den wir in den Kühlschrank gaben, bevor wir uns gemeinsam in die Badewanne und anschließend noch einmal ins Bett legten, wie wir es gern schon am Nachmittag, wenn die Sonne schräg in sein Schlafzimmer scheint. Und in diesem Moment fällt mir der Traum ein, mit dem ich aufgewacht bin, und ich rufe leise nach Oliver, aber er antwortet nicht. Also ziehe ich mir die Decke über den Kopf und bleibe liegen, um nicht der Welt begegnen zu müssen, dem Land, dem Zimmer, meinem wachen Ich. Und statt nach Oliver rufe ich mir nun meine Traumfetzen ins Bewusstsein, hole mir Details, um sie in der Mangelung von Zelluloid mit Hilfe des Gedächtnisspeichers zu konservieren. Ich habe bereits des Öfteren trainiert, das Material mit dem Ziel zu reanimieren, den Traum jemanden erzählen zu können und ihn somit vor dem Schicksal zu bewahren, dorthin zurückwandern zu müssen, woher er kommt, in das große Diffuse, das erst in dem Moment Gestalt gewinnt, wenn du es bewusst zu formen beginnst und es reproduzierbar wird auf eine Weise. Alles bewusste Leben beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem du zu erzählen beginnst und es zu einer Geschichte wird. Wahr oder nicht wahr? Der Geruch von Bratfett hängt in Olivers kleinen Küche, beinahe wird mir übel davon. Ich sehe ihm gern zu, wie er kocht und seine Stirn dabei konzentriert zusammenzieht. In diese Falten bette ich meine Verzagtheit, schmiege mich dort hinein, lande und lasse mich halten, aber heute gelingt es mir nicht, das Bild heraufzubeschwören, wie ich dort in den Furchen seiner Stirn verweile, da ich ungeduldig darauf warte, dass er sich von dem Schneidbrett ab und mir zuwenden wird. Wenn er schon nicht länger mit mir redet, möchte ich wenigstens seine Lippen erwischen, die zu küssen ich niemals genug bekomme. Ich buxiere mich auf die Anrichte der Küchenzeile und bitte Oliver um ein Glas Rotwein. Er reicht es mir, und während er beobachtet, wie ich an dem Wein nippe, kann er sich eine nachträgliche Bemerkung nicht verkneifen. Ein Glas, lacht er, richtig muss es heißen, ein Achtel zweigelt. Wenn du meinst, sage ich, du bist Filmemacherin, sagt er, deshalb wirkt der Ausdruck ein Glas Rotwein, als würdest du eine beliebige Straße abfilmen, nicht jedoch diese eine Straße in dieser einen bestimmten Stadt. Oder nimm deinen Bäumefilm. Die Beschreibung, da sitzt ein Mensch auf dem Baum, sagt wenig aus. So hast du es mir selbst erklärt und präzisiert, da sitzt diese Frau mit dem üppigen Busen auf dem knorrigen Ast. Dürfte ich jetzt mein Glas Rotwein trinken? Mehr als die Feinheiten der deutschen Sprache interessiere mich, was ich tun solle. Ich könnte mir die Wiederholung dieser hilflosen Fragerei sparen, denn Wiederholungen nutzen das Original ab und die Überraschung und die Neugier auf das, was kommen könnte. In diesem Falle weiß ich, was kommen wird, denn ich kenne die Antwort auf meine Frage, die prompt erfolgt. Frag dich selbst. Ja, sage ich, und weiß, dass ich die Antwort nicht aus mir werde herauswischen können, trotz der Mühe, die ich mir gebe. Alle Gedanken münden ins Kino. So lautet die einzige Wahrheit, der ich vertraue, und deshalb kommt mir Dani in den Sinn, Dani, der Kinogott, der mir in meinem Traum aufmunternd zunickte. Wenn nur auch ich Kreatorin sein könnte, dürfte, man mich ließe,
Aber da der Konjunktiv kürzlich ersoffen ist und Oliver mit dem Reis beschäftigt, in den er Nüsse schüttet und Kurkuma, recherchiere ich nebenher am Handy, ob es etwas Neues über Danis filmische Aktivitäten gibt. Im Großen und Ganzen bin ich ohnehin gut informiert, denn ich lese jede minimale Nachricht über ihn, verfolge seine Schritte, soweit dies mit Hilfe von Online-Kartendiensten möglich ist. Immer nachts und immer heimlich schlüpfe ich mit dem Smartphone unter die Decke, als sei ich eine Jugendliche, die das Bedürfnis verspürt, mit einem ihrer diversen YouTube-Stars ins Bett zu gehen. Ich finde heraus, dass Dani sich in Barcelona aufhält. Das klingt nach einem unglaubwürdigen Zufall und würde ich sofort aus jedem Manuskript streichen, aber für Kritik bleibt keine Zeit. Denn während ich den Artikel studiere, überrasche ich mich auf meine stumme Frage, was ich tun solle, mit der Antwort, Dani aufsuchen. Und die Vorstellung, ihm wahrhaftig begegnen zu können, versetzt mich in eine unbestimmte Bewegung, die zu einem ebenso unbestimmten Ende führen wird. Statt vorgeformt und abgedreht. Ich bin sicher, er dreht einen neuen Film. Obwohl darüber nichts im Netz zu finden ist, kenne ich seine Gewohnheiten dahingehend, dass Dani sich während der phasenintensiven Arbeitens vor der Öffentlichkeit zurückzieht und somit wenig nach außen dringt von dem, was er arbeitet. Aber wenn ich recht habe mit meiner Annahme, dann gibt es außerhalb der Träume im Allgemeinen und meines Traumes im Speziellen tatsächlich einen Drehort, der nicht den Träumen, sondern dem Leben selbst zugehörig ist, so kann ich sagen, zugehörig auf ungehörige Weise. Oliver serviert den Fisch und ich folge ihm zum Esstisch. Während ich dem Fisch auf meinen Teller in seine toten Augen schaue und überlege, was er jetzt wohl sieht und ob überhaupt etwas, materialisiert sich der eben noch flüchtige Gedanke, den Zufall als Wink des Schicksals zu nehmen und Dani nachzureisen, zu der konkreten Aussicht, in Dani einen Mentor finden zu können. Kurz schrecke ich von meiner Kühnheit zurück, bis ich denke, aber nein, nimm die Kurve, schau dahinter, werde ich nicht länger. Auch wenn du dich dafür aus deiner Komfortzone und aus Olivers Bett wirst herausbewegen müssen. Eva, fragt Oliver, Eva, bist du noch da? Von den Augen des Fisches schaue ich hoch zu den Augen von Oliver und er erwidert meinen Blick und fragt, ob ich eine Erleuchtung gehabt hätte. Damit meine er Inspiration. Er diene sich mir bei Bedarf gern als Muse an. Ja, meine Muse, das bist du, sage ich. Von meinen Plänen verrate ich nichts, sondern küsse ihn und er meint, ich solle es der Muse besorgen. Das finden wir so witzig, dass wir nicht aufhören können zu lachen und gleichzeitig denke ich, statt es der Muse zu besorgen, sollte ich mich küssen lassen von ihr. Willkommen im Himmel. Thank you.
dem Ort oberhalb von Barcelona, den Dani als Basis seiner Dreharbeiten nutzt. Die Wegbeschreibung hatte ich noch vor meiner Abreise zusammen mit dem Wochenplan zugesandt bekommen. Ich sehe Dani sofort, nachdem ich vom Set-Aufnahmeleiter ans Herz der Produktion gelassen wurde. Dort steht er besser erthront und während ich mich nähere, halte ich inne, um ihn mit dem Vorsprung der sich Nähernden zu betrachten und mir somit den Vorteil zu verschaffen, unbeobachtet bleiben zu können. Und damit unverschämt voyeuristisch. Ich wage kaum zu atmen, damit er mich nicht hört und meine Deckung auffliegt. Aber selbst wenn er mich sehe, so wüsste er ja nicht, dass ich es bin, Eva, die sich in wehendem Rock und kariertem Hemd die Hügel zu ihm hinaufkämpft, aber kämpfen ist nicht der richtige Ausdruck, gegangen worden bin ich. Über das Gras mit Danis Drehbuch als Antrieb. Der Fiktion als Auftrieb. Unwissentlich präsentiert Dani mir sein Profil, während über ihm die Blätter eines Lorbeerbaumes wehen und das Gesamtbild wirkt in einem Maße kitschig, dass es ein Verbrechen an dem Medium wäre, die Szene in dieser Form zu drehen und sich damit zum Gespött des Publikums zu machen. Zugleich jedoch gefällt mir der Anblick. Dani, die Lorbeerbäume, einige Buchsbaumhecken, der Wind, eine Szenerie, die mich bei mir ohne zu zögern oder mich zu schämen als wunderschön bezeichnen. Obwohl wunderschön ein derart nichtssagendes Wort ist, dass es niemals verwendet werden sollte, besonders nicht in einer Regieanweisung. Nicht zu leugnen aber ist andererseits, dass Dani kaum anders als mit wunderschön betitelt werden kann, zumal in diesem Moment, in dem er dort steht, sein Gesicht dem Horizont zugewandt. Als wolle er noch an diesem Tag dorthin reiten und darüber hinaus. Um den Raum zu erobern, der dahinter liegt, am besten in den nächsten 10 Minuten, nein, sofort. Das Gefühl, das dieser Anblick in mir auslöst, ist mir vertraut. Hier wird eine Zuversicht personifiziert, die mir selbst fremd bleibt, so gerne ich sie in dieser Weise ausstrahlen oder zumindest empfinden wollte, wie Dani es tut. Nun aber steht sie vor mir, hier im Außen in dem Bild dieses Mannes. Der Mann als solcher ist das Fremde für die Frau, fremd wie mir die Zuversicht, mit der Dani in diesen Tag blickt, während die Blätter des Lorbeers über seinem Kopf rauschen, an dem sich bereits eine kahle Stelle zeigt. Ich mache mir Notizen im Kopf, in der Art einer Szenenbeschreibung, wie ich sie in einem Drehbuch zu formulieren pflege. Ja, ich denke, darüber muss ich einen Film machen, über diesen Mann, diesen Anblick, vielleicht als den Entwurf zu einer Liebesgeschichte. Ich könnte eine Liebesgeschichte entwickeln, die aus der Perspektive der verhältnismäßig jungen Frau erzählt wird, einer Frau mit wachen Augen. Ebenso wachsam wandern sie durch die Welt, wie es die Augen des Mannes tun, dem sie sich über den Hügel hinweg genähert hat, bis sie stehen bleibt, um ihn zu betrachten. Ich nehme ihren Blick und mache sie somit zum Subjekt. Hintern, Rücken, Nacken, Haar. Während er als Objekt der Betrachtigung und obgleich als Objekt der Begierde gezeigt wird. Hintern, Rücken, Nacken, Haar. Zerlegt, wenngleich bewundern zerlegt. Präsentiert ihn die Darstellung nicht als Menschen, sondern als Vertreter der Hegemonie, an der diese Frau Anteil haben will, notfalls durch Projektion. Ich nehme ihren Blick und mache sie somit zum Subjekt. Und schon entgleitet mir die Geschichte, sie wird abstrakt. Zögernd stehe ich auf einem Hügel in Barcelona.
fremden Stadt, gegenüber dem mir fremden Mann, und statt mein Kinn in Richtung Tag zu recken, ihm zu sagen, hallo Tag, ich werde kommen und dich nehmen und dich zu dem Meinen machen, schweige ich meine Gedanken in ein imaginäres Buch. Sein Gesicht ist dem meinen gegenüber, sodass ich nur den Mund auftun müsste. Aber der Moment, dieser Moment, in dem er auf mich zuschreitet und mich unentwegt anschaut, verströmt Magie, und so überlasse ich das Reden dem anderen. Ich darf nichts sagen, um diese Magie nicht zu zerstören, denke ich, und rede mich dadurch vor mir und meinem beredten Schweigen heraus. Du bist Eva, sagt Dani. Während ich tatenlos bleibe und das Heft fallen lasse, in das ich seit langem nichts notiere, außer dem Altbekannten, nicht aber etwas Frisches, Neues, Erhabenes. Selbst die unnotiert bleibende Beschreibung eines magischen Moments gilt als abgegriffen oder als unverfilmbar. Und trotzdem, trotz des Geruches und des Heftes im Dreck und des mantrischen Wiederholens der immer gleichen Bedenken, meine ich dennoch eines zu wissen, ich bin am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Cut. Am späten Abend kehre ich zurück in das Wohnhaus des mir schon jetzt unliebsam gewordenen Quartiers und werde sogleich von dem Gespenst begrüßt. Es hat sich unauffällig verhalten seit gestern, unauffällig und auffällig, wenig real, aber jetzt raunt es mir zu, komm Eva, Schönste, dem Wasser entstiegene. Und ja, auf dem Rückweg von den Dreharbeiten bin ich abermals ins Meer gestiegen, nichts anderes brauche ich als das Meer und immer wieder das Meer, aber woher weiß es davon? Sicher verraten mich meine Haare, sie sind noch nass. Hast du im Trüben gefischt? Fragt es. Doch das Meer, dem ich entstiegen bin, war transparent. Nur hier im Treppenflur wird ein für mich undurchsichtiges Spiel betrieben, in dem ich mich nicht auskenne, also antworte ich nicht, um das Gespenst nicht aufzufordern, weiterhin mit mir in Kontakt zu treten. Ich werde es zu meiden versuchen oder noch besser, es in Schach halten, indem ich es einkapsle in eine Blase aus Gelassenheit, aus der kein Pieps herausdringt. So luftdicht verschlossen ist diese Blase. Cut. Drehtage. Inzwischen hat sich das Set gefüllt. Auch Dani ist längst eingetroffen. Ohne dass er mich weiter beachtet, nehme ich meinen Posten auf dem zweiten Stuhl ein. Immer an seiner Seite, flankiert von seinem Geruch nach Nikotin und auf Tuchfühlung mit der Fischerweste, die er trägt, als sei er ein kleiner Junge, der Filmemacher spielt. Der Platz neben Dani erweist sich als der beste Platz, um das Treiben im Auge zu behalten. Ich bleibe steht und stumm an seiner Seite, ich sitze, stehe und liege neben ihm im Gras, um nicht zu versäumen, wie er sie handhabt, die Gespensterschar, mit der er sich freiwillig umgibt.
Auf diese Art hospitierend versuche ich, mir zu nehmen, was ich mir davon versprochen habe, hier zu sein, Erfahrung. Und tatsächlich erfahre ich so dies und das, wie es dem Sinn und Zweck einer Hospitanz entspricht. Meine berufspraktische Erfahrung gewinne ich unter anderem dadurch, dass ich erstmalig auf das Produkt der Zitronenbonbons stoße, die eine besänftigende Wirkung ausüben und den Glauben an die Führung füttern. Dani trägt sie immer bei sich, in einer extra großen Tüte und verteilt sie nach Bedarf. Die Bonbons sind gelb und schmecken nach Melone, wenn ich den anderen Glauben schenken darf. Ich selbst traue mich nicht, sie zu kosten. Ich will den Mund nicht so voll nehmen. Die Bonbons stammen aus einer exklusiven Süßigkeitenproduktion, einer Film- und Traumfabrik, die im Geheimen arbeitet und als besonders innovativ gilt. Sie sind ein seltenes Beispiel dafür, wie es funktionieren kann, Energie in Materie umzuwandeln und dem Mythos nach im Standard alle Monster für die Länge des Bonbonlutschens zu zähmen. Aber wehe, sie sind aufgelutscht, dann beginnt das Spiel von vorn, die Fütterung der Raubtiere. Ich sehe, wie Dani seinen Leuten die Mäulchen stopft. Charmant tut er das, er hat es nicht nötig, harsch zu werden, nicht in dieser durchsichtig hilflosen Art, wie ich sie von einer seit Akademiezeiten befreundeten Regisseurin kenne, die glaubt, sich kampfeslustig gerieren zu müssen, um nicht entweder angegriffen oder in ihrer Autorität abgelehnt zu werden. Das, so behauptet sie, sei der Preis, der um der vermeintlichen Größe des Erfolges willen unweigerlich zu entrichten sei, sich unbeliebt zu machen und hart, denn diese Schlussfolgerung entspreche ihren Erfahrungen als Frau. Muss das so sein? Nein. Denn schau nur, der Mann dort, Dani. Cut.